In der Geschichte gab es viele Zahlungsmittel. Kaurischnecken in Asien, exotische Federn auf den Salomonen oder Kakaobohnen bei den Azteken. Auch Tabak war beliebt, ob im Virginia des 17. Jahrhunderts oder in der Nachkriegszeit als Zigarettenwährung auf dem Schwarzmarkt. Am beständigsten waren Metallmünzen, die schon im 6. Jahrhundert vor Christus auftauchten. In der Geschichte gab es viele Zahlungsmittel. Kaurischnecken in Asien, exotische Federn auf den Salomonen oder Kakaobohnen bei den Azteken. Auch Tabak war beliebt, ob im Virginia des 17. Jahrhunderts oder in der Nachkriegszeit als Zigarettenwährung auf dem Schwarzmarkt. Am beständigsten waren Metallmünzen, die schon im 6. Jahrhundert vor Christus auftauchten. In der Geschichte gab es viele Zahlungsmittel. Kaurischnecken in Asien, exotische Federn auf den Salomonen oder Kakaobohnen bei den Azteken. Auch Tabak war beliebt, ob im Virginia des 17. Jahrhunderts oder in der Nachkriegszeit als Zigarettenwährung auf dem Schwarzmarkt. Am beständigsten waren Metallmünzen, die schon im 6. Jahrhundert vor Christus auftauchten.